Kommunikation verändert sich. Wir haben viele Kunden im IT-Umfeld, die spüren ganz unterschiedliche Veränderungen. Für einige geht es ganz normal weiter. Andere haben einen sehr, sehr starken Zulauf, eine sehr starke Nachfrage und eigentlich gar keine Zeit für Kommunikation. Wiederum andere Unternehmen haben komplett den Betrieb geschlossen und da ist natürlich das Thema Kommunikation jetzt auch nicht ganz oben auf der Agenda. Unsere Intention in der Krise ist und war, die Unternehmen auf die Zeit nach der Krise vorzubereiten, wenn die Kunden wieder bereit sind für andere Themen, also für Themen, die die Zukunft bestimmen und nicht das Hier und Jetzt, also die Krisenthemen. Wir möchten unsere Kunden dabei begleiten, sich auf die Digitalisierungswelle vorzubereiten, die mit Sicherheit kommt. Der Ruf nach zunehmender Digitalisierung wird von Tag zu Tag lauter und da gilt es, die Unternehmen halt, also die Unternehmen, unsere Kunden, entsprechend vorzubereiten, mit ihnen Angebote zu überlegen, die wir den Kunden wiederum im Nachgang nach der Krise machen können, damit unsere Kunden wiederum sehr schnell die Fahrt aufnehmen können. Ganz sicher verändert sich die Rolle der sozialen Medien. Menschen suchen aktuell viel, viel stärker nach Inhalten, nach Informationen, wobei man das, glaube ich, auch im Verlauf der Krise differenziert betrachten muss. Zu Beginn suchten alle nach Informationen rund um Corona, Corona, Corona und haben sich im Prinzip ja damit überschlagen, dann nach Informationen zu suchen. Inzwischen ist das viel, viel ruhiger geworden. Die Unternehmen und auch die Kunden suchen nur hin und wieder mal nach Informationen rundum, gehen jetzt dann doch noch ein bisschen anders vor, indem sie überlegen, welche Themen sind die Themen, mit denen sie ihre Kunden, also wiederum die Kunden unserer Kunden, begleiten können. Und deswegen soziale Medien sehr, sehr wichtig, aber für uns als Agentur, die unsere Kunden begleiten in den sozialen Medien, ausgewählt vorgehen, nicht zu viel kommunizieren, sachgerecht kommunizieren und sich auf die Inhalte konzentrieren. Wir als Agentur sind überzeugt, dass die Unternehmen nach der Krise vorrangig in die IT investieren. Und deshalb raten wir unseren Kunden, sich entsprechend aufzustellen, zu überlegen, mit welchen Angeboten sie wiederum ihre Kunden überzeugen können und nach der Krise erreichen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Unternehmen einfach schauen, wo stehen sie und mit welchen Angeboten können sie zukünftig punkten. Und da brauchen sie eben tatsächlich eine Agentur wie unsere, die hilft, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, aber auch ja, ein Gespür dafür hat, wann ist welches Thema auf dem Markt tatsächlich gefragt, beziehungsweise wann kommt welches Thema auf dem Markt an. Denn in einer solchen Situation, wie wir sie momentan haben, ist es ganz, ganz schwierig, Themen auch Wochen vorauszusehen. Ja, das schöne Wort möchte ich hier einfach auch benutzen. Wir fahren auf Sicht und auch hier, wir bereiten langfristig Dinge vor, die wir dann aber eben auf Sicht spontan nutzen oder eben auch nicht. Wir raten unseren Kunden eben, sich jetzt schon mal konkret Gedanken zu machen, mit welchen Angeboten direkt nach der Krise gestartet wird. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, die Unternehmen nur mit Digitalisierungsangeboten zu überschwemmen, sondern es geht darum, sich entsprechende Digitalisierungsangebote anzuschauen, die den Bedarf der Kunden in dem Moment auch decken. Und das ist der ganz entscheidende Punkt, Stichwort Homeoffice. Das ist ein riesiges Thema, aber die Frage ist, wie stark wird Homeoffice nach der Krise nachgefragt? Mit Sicherheit gibt es Umstellungen, was das angeht. Die IT wird verändert, aber nicht 100% Homeoffice, meine ich. Und so würde ich halt auch unseren Kunden raten, die Kommunikation nicht auf 100% Homeoffice zu fokussieren, um einfach mal ein Beispiel zu geben, sondern zu sagen, gut, welche Entwicklungen werden nach Corona stärker den Markt bestimmen und mit welchen Leistungen können wir als Unternehmen diese Nachfrage befriedigen? Ja, es funktioniert, aber mit Fingerspitzengefühl. Zum einen möchten natürlich gerade Personen, Unternehmen Erfolgsmeldungen in Krisenzeiten hören. Allerdings macht Erfolg auch häufig neidisch. Deswegen ist es wichtig, das möglichst sachlich zu tun und den Unternehmen Mut zu machen. Das ist die Aufgabe von Erfolgsmeldungen im Moment und nicht Neid zu schüren, sondern wirklich mit positiven Beispielen, mit positiven Entwicklungen zu zeigen, was passieren kann und wie sich etwas entwickeln kann.
aus meiner Sicht eine ganz wichtige Rolle. Der Ludwigs, ein Mittelstandspreis, den ich mit der Agentur seit 7 Jahren begleiten darf, hat ein starkes Netzwerk hervorgebracht. Wir haben inzwischen um die 100 Unternehmen, die insgesamt bislang am Wettbewerb teilgenommen haben. Und natürlich sind nicht alle dieser 100 Unternehmen noch aktiv dabei, aber wir haben zu allen noch so ein bisschen Kontakt und versuchen, die Unternehmen miteinander ins Gespräch zu bringen. Wir haben zu Beginn der Krise eine Ludwigs-Helfenseite ins Leben gerufen. Wir haben die Unternehmen gebeten, Angebote, die sie anderen Ludwigs machen wollen, uns zu schicken. Die haben wir zusammengestellt und auf diese Sonderseite gepackt, um letztendlich zu zeigen, wie stark das Netzwerk ist und wie stark die Teilnehmer sind, anderen zu helfen. Diese Angebote sind eben nicht nur für die Ludwigs, sondern auch für andere Unternehmen. Und es ist ganz gut angekommen und sehr, sehr viele Unternehmen haben mitgemacht. Ich habe davon erzählt, dass wir um die 100 im Wettbewerb haben. 20 haben Angebote abgegeben und waren auch auf unserer Seite zu finden. Und die haben wir dann in die Socials gestellt, um andere davon wissen zu lassen. Und aus meiner Sicht ist das eine Seite, dass die Unternehmen sich gegenseitig unterstützen. Die andere ist aber, dass hier Unternehmer mit Unternehmern sprechen. Also wir haben eine Kommunikation auf Augenhöhe, die ehrlich ist, weil sie nicht vom Wettbewerb getrieben ist. Die Unternehmen kommen aus unterschiedlichen Branchen, lernen voneinander und arbeiten sehr, sehr gerne miteinander, diskutieren auch. Und das ist ein wichtiger Punkt, gerade in Krisenzeiten.